begrüße Sie zu Hause, unterwegs oder vielleicht bei der Arbeit zu dieser Mini-Andacht zum Tag der Menschenrechte. Wir sind hier in der christkatholischen Dorfkirche St. Martin in Machten und hoffen, dass Sie und viele andere Menschen mit den unterschiedlichsten Lebensüberzeugungen und in den verschiedensten Lebenslagen diesen Moment des Gebets mit uns teilen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, von Jesus Christus, dem Herrn, und von der Heiligen Geistkraft. Amen. Friede ist an vielen Orten in der Welt weit weg. Wir werden darum zum barmherzigen Gott rufen. Dabei sprechen wir nicht von unseren eigenen Erfahrungen, sondern stellvertretend sprechen wir Anliegen aus von Menschen in vielen Teilen der Welt. Gott, wo bist du? Wir suchen dich. Dir gehört doch die Welt und was sie erfüllt. Hörst du, Gott, nicht, wie die Erde seufzt? Sei nicht fern, wenn wir zu dir rufen. So viele Menschen, die sich verzweifelt fragen, was sie ihren Kindern morgen zu essen geben können. Die Straßen sind leer und die Menschen einander entfremdet. Sei nicht fern, wenn wir zu dir rufen. Die Kinder weinen, sie verstehen nicht. Die Eltern wissen viel, aber verstehen doch nicht besser. Unsere Alten sind weggesperrt und einsam. Sei nicht fern, wenn wir zu dir rufen. Lügen und Anschuldigungen vergiften das Denken. Ohnmacht und Verzweiflung breitet sich aus. Ach, wie färbt alles Gold sich schwarz. Sei nicht fern, wenn wir zu dir rufen. Wer kann mir sagen, was morgen zu tun ist? Wer sieht durch den dichten Nebel das Licht? Schau Gott und sieh doch hin. Sei nicht fern, wenn wir zu dir rufen. Amen. Wir hören Verse aus dem Psalm 124, aus einer Neudichtung von Hub Osterhaus. Ein biblisches Gedicht über einen Menschen, dessen Rechte geschändet wurden. Wäre er nicht für dich gewesen, als Menschen sich gegen dich kehrten? Wäre er nicht da gewesen, sie hätten dich lebendig verschlungen, verzehrt in dem Feuer von Hass. Die Flut hätte dich mitgerissen, der Sturzbach hätte dich zerschmettert, begraben wäre deine Seele unter den brausenden Wassern. Gesegnet, der dich nicht preisgab ihren zerfetzenden Zähnen. Wie ein Vogel entkam deine Seele, entkam den Schlingen der Fänger. Strick entzwei, du bist frei. Deine Hilfe ist in seinem Namen, der Himmel und Erde gemacht hat. Worte aus der Apostelgeschichte. Petrus begann zum Sprechen. Jetzt begreife ich wirklich, dass Gott nicht auf die Person sieht. Wer ihn ehrt und das tut, was vor ihm recht ist, den nimmt Gott an, ganz gleich, aus welchem Volk er stammt. Das Bild zeigt die Silhouetten von zwei Gesichtern. Die Personen sind auf Augenhöhe angeordnet. Wo ihre Gesichtsfelder einander zugewandt sind, sehen wir deutliche Emojis wie Herzen, Sonne und Mond, das Fingersymbol für prima und dankbar gefaltete Hände. Dazu kommen zahlreiche warme Worte des Willkommens und des Vertrauens. Aber das ist nicht die ganze Wirklichkeit.
Im inneren Bereich der Gesichter zeichnet sich bei beiden Gesichtern eine zweite Silhouette ab. Hier fehlen die Emojis. Die Worte sprechen von Schwäche, Unsicherheit, Exklusion, Verletzung und Verletzbarkeit. Menschen, die Diskriminierung erfahren haben, werden sich hier wiederfinden. Und andere Leidende sicher auch. Wir laden Sie ein, noch ein wenig mehr und persönlich in dieses Bild hineinzugeben. Aber bitte nur so tief, wie Ihnen gut tut. Was passiert mit mir, wenn ich diesen geschundenen Teil des anderen anschaue? Und nicht nur seine oder ihre Sunny Side. Halte ich stand oder wende ich mich ab? Wie kann ich ihm oder ihr meine Wärme schenken? Und was geschieht mit mir, wenn ich dieser anderen Person erlaube, ein wenig von meiner Schwäche zu erkennen? Möchte ich mich schnell wieder verstecken und die Verletzungen meines Lebens weglächeln? Wie kann ich den warmen Blick dieser Menschen annehmen? Öffnet sich dabei ein Weg zu einer Verbundenheit, die Ausgrenzung überwindet? Es behüte euch, der väterliche, die mütterliche. Es gehe euch voran der leuchtende Mensch, in dessen Spure ihr die Liebe lernt. Es brenne in euch die ewige Flamme, die euch reinigt und belebt. Und so segne euch der dreieinige Gott, der Schöpfer, das Menschenkind und das heilige Feuer. Amen.